Ja, hallo Freunde der L'Echelle étrangère, hallo Kameraden, ich grüße euch. Ich grüße euch an einem grauen, trüben Samstag. Ich bin in Bayreuth, es ist ziemlich kalt hier, ja, ziemlich diesiges Wetter. Die Straßen sind leer, aber darum geht es nicht. Heute geht es mal ganz einfach um die PK, um die Personenkennziffer, um die Matricule L'Echelle. Da kursieren die komischsten Gerüchte, zum Beispiel, dass man, wenn man bei der Legion war, seine PK nicht nennen darf, weil die streng geheim sei. Das ist natürlich Bullshit. Wer sowas erzählt, war nie in der Legion. Das ist dann ein ganz einfacher Hafensänger, ja. Den dürfte dann einfach mit Missachtung strafen. Genauso falsch ist es, dass die PK, die Matrikül, irgendwo eintätowiert wird, wie in einigen Armeen, die ihr auch kennt, ja. Das ist ebenso falsch wie eben diese Geheimniskrämerei. Einfach nicht hinhören. Jetzt mal zur PK selber. Es gibt da bei der PK oder bei der Verteilung der Matrikül in der Fremdenlegion zwei verschiedene Epochen. Zuerst mal die Epoche von der Gründung 1831 bis Beginn, ja, so mittendrin, Zweiter Weltkrieg, nämlich bis 1941. Wie lief das damals ab? Damals bekam jeder Legionär in seiner Einheit eine Matrikül. Wurde er aber versetzt, bekam er wieder eine andere Matrikül, eine andere PK. Das heißt, wenn ein Legionär zum Beispiel angefangen hat zu dienen im 1. Regiment, der wurde dann versetzt ins 2. Regiment, dann ins 5., dann ins 6. RÖI und von dort wieder ins Premier RÖ, also ins 1., kann sein, dass dieser Legionär durchaus 4 verschiedene Personenkennziffern hatte. Das hat sich geändert 1941. Da begann man mit der Zählung von 1 bis X. Ja, wir sind heute bei ungefähr 220.000, 225.000, wenn ich mich nicht täusche. Und der Legionär, der erste Legionär, der die Nummer 1 hatte, das war der Legionär Octave Bouveret. Octave Bouveret, der hat sich schon mal, der ist in die Legion eingetreten 1918, ja, bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges oder zu Ende des Ersten Weltkrieges. Hat dort gekämpft im Ersten Weltkrieg mit der Légion étrangère, verließ die Legion wieder, hat sich erneut engagiert, kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, diente dort zunächst in Sidi Bel Abbès und aufgrund seines Namens B, Buchstabens B und aufgrund, weil er eben in einer Stabs- und Versorgungskompanie arbeitete, ja, zunächst, hat sich dann verändert, ja, bekam er die Matrikül Nummer 1. Also der Legionär Nummer 1 par excellence ist Octave Bouveret. Octave Bouveret hat es gebracht bis zum Sergeant. Er fiel am 23. März 1947 in Action, würde ich sagen, killed in Action, ja, mit seinem Regiment, das war die 13. Halbbrigade. Ja. Gott sei seiner armen Seele gnädig. Im Jahr 2008 hatte die Legion ihren 200.000. Legionär. Ja? Meine Matrikül war 170.728 und jetzt, wie gesagt, sind wir so bei 225.000. Das heißt, jedes Jahr kommen ungefähr 1.000 oder 1.200 in dem Dreh neue Legionäre mit einem neuen PK hinzu. Ich denke, das ist verständlich für euch. Wenn ihr da Fragen habt, einfach mal unten reinposten in den Thread. Jetzt wird natürlich was. Jetzt wird gesungen, ganz klar. Schauen wir mal, was ich heute für ein Lied für euch ausgewählt habe. Ich nehme mal mein Carnet du Champ, der Légionnaire. La Petite Piste. La Petite Piste. Die kleine Piste. Wie oft schon habe ich betreten diese begraste Landschaft. Combien fois la trompe courue. Cette petite piste. Traversant la lande vue, lorsque le jour se lève, en écoutant le rythme de la chanson intime au prote. Et à Scar, aïe, un safari, au pote. Et à
Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Amitié, Legionär, Thomas Gast. Bye, bye.